Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown mit Medemann gleich. Ja, Daily Shop News und Combo Masteries. Wir schauen jetzt. Oh, der Mythic Bob ist jetzt momentan in Mamas altmodischer Geheimnisschatulle. Okay. Ist nicht farmable. Gab's mal im Swole Club. Natürlich sehr interessant, aber ja, ist halt Mamas altmodische Geheimnisschatulle, von der ich ja nicht so wirklich viel halte, weil es mir einfach nur bitterlich weh tut, zu sehen, wie ich mir meine hart ersparten Gems verbrenne. So, dann sind wir hier beim Mythic Farnsworth Sale Pack. Und das Ding ist halt nach wie vor mega monströs geil. Nur leider eben bringt es nicht ganz so viel. Wir haben hier einen Highschool-Bill, Neil Goldman, Student Lucky und Bill Daughtry. Mega geil. Dann haben wir hier einmal den Legendary Peter. Und Watts, Gigi Watts. Aber der Peter ist nun mal ganz normal farmable. Deswegen sage ich mal jetzt nicht unbedingt, ja, 10 Euro. Wert. Also wenn ich mir überlege, wenn ein Peter 10 € wert sein soll, dann möchte ich nicht wissen, was mein Deck aktuell für einen Wert hat. Also das ist, also 10 € würde ich dafür nicht ausgeben, den kriegt man auch so mit der Zeit zusammen. So, dann haben wir hier die Mathy Debater Box. Nach wie vor auch hier nicht so wirklich begeistert davon, weil eben Luan Plätter und Bible Study drin sind. Ja, klar, Bible Study ist halt wieder eine defensive Pre-Combo, aber sorry, normalerweise ist jede Combo, die ich normal spiele, stärker als diese Pre-Combo da hinten. Insofern ist das jetzt nicht so wirklich interessant. Jetzt kam eine neue Box zum Winter Clash Event mit hinzu. Dazu werde ich euch gleich noch, also ihr werdet noch ein anderes Video haben, das werde ich euch hier am Ende verlinken. Zum Winter Clash. Ich werde mit meinem Erst- und mit meinem zweiten Account jeweils den Winter Clash spielen. Der erste Account ist ja bei mir der in Gilde 1, den ich auch sehr, sehr aktiv spiele. Der zweite Account, ja. Das skippe ich eigentlich in der Regel eher mal durch, als dass ich das wirklich aktiv spiele. Ja, da kommt es mir auch nicht wirklich drauf an, welche Platzierung ich erreiche. Das heißt, also ich bin da im SFC. Ich bin mit beiden natürlich im SFC. Ist klar. Mit dem einen, mit dem zweiten Account bin ich deutlich viel weiter unten, weil eben nicht wirklich, weil ich mir da nicht wirklich Mühe gebe und mir da nicht so wirklich Zeit. Also da Zeit investiere, wobei ich natürlich sagen muss, wenn dann irgendwelche Gilden-Events sind, Rumble oder Siege, da bin ich natürlich immer voll mit am Start. Das ist natürlich klar, ja. Also es soll ja nicht zu Lasten der Gilde gehen. Ja, also insofern mal ganz interessant, wie das Ganze verläuft, wenn man mit einem Account, der etwas weiter unten anzusiedeln ist, diesen Winter Clash macht und wenn man das mit einem Account macht, der weiter oben ist. Ist jetzt nicht absolute Spitze, aber ist schon nicht, auch nicht, nicht das Schlechteste. So, dann haben wir hier, gucken wir da mal rein in diese Winter Clash Box. Hat natürlich, diese Winter Clash Box hat folgenden Hintergrund. Das werde ich euch dann aber auch im Winter Clash Special Video genauer erklären. Also beim Winter Clash Special Event sind nur SFC-Spieler zugelassen. Also für die Leute, die noch nicht so weit sind, SFC, der Secret Fight Club, ist nach Level 15 in der Arena. Und da bricht dann das erste Mal die Hölle über einen herein, wenn man da das erste Mal reinkommt. Dann muss man sich erstmal dort da drin behaupten. Ja, sind diverse andere Sachen sind ja auch passiert. SFC ist jetzt nicht mehr bis 2500, sondern geht jetzt bis 3500.
Sowie andere, es wurden noch andere Sachen angepasst. Also ist auf jeden Fall ziemlich interessant das Ganze. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser Winterclash-Box. Diese Kombos, die hier, also beziehungsweise die Karten, die hier drin sind, hängen zusammen mit den mit dem Winterclash Special BGE für dieses Event. Was laberst du daher gleich? Ja, weil, Alter, was will der von mir? Ich sehe die Fragezeichen. Die Fragezeichen über euren Köpfen. Hier schmeckt es langsam. Bisschen spät hier das Ganze. Bisschen spät, wenn er gleich hier wieder sein Video macht. Dann ist sein Hirn nicht mehr so ganz funktionsfähig hier, du. Da klappt es alles nicht mehr so wirklich mit dem Benji da oben da. Also da, ja, die ein oder andere Synapse, die ist schon total am Durchschmoren. Also, jetzt nochmal. So. Tief durchatmen, fangen wir nochmal an. Also, es gibt dieses Winter Clash Event. Ja. Also, es ist eine Herausforderung. Und bei diesem Winter Clash Event werden nicht die Animal, gibt es kein Animal BGE und da gibt es kein Educated BGE, sondern nur spezielle Kombos kriegen auf alle Werte einen 100% Bonus. Jetzt muss man natürlich wahrscheinlich wieder dazu sagen, da sind wieder Congregate 100%, manchmal wahrscheinlich auch 50% nur. Aber egal. Also auf jeden Fall kriegen einen 100% Bonus. Ich werde euch diese Kombos in dem anderen Winter Clash Special Video zeigen, präsentieren. Und diese Kombos werden eben hiermit gemacht. Also wir haben Eggnog Roger zum Beispiel. Wenn man den spielt, dann hat alles hier 100% Bonus drauf. Santa Killer Steve. Dann haben wir Santa Bill zum Beispiel. Santa Bill wird mit dem kabellosen Audiotransmitter gemacht. Dann haben wir wir müssen da echt nochmal reinschauen. Das ist, wie heißt denn das Ding mit der Lina? Ist eine Armed Combo. Lass mal kurz da reinschauen. Mit der Lila. Lila, 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 Lila. Also erstmal hier Santa Killer Steve wieder. Dann ist hier diese, ich glaube, die Santa Killer Haley müsste auch mit drin sein. Ich will mich jetzt aber nicht 100% drauf festlegen, wie ich das mache, ich mache ein Video. Es müsste hier aber auch die lila Combo, wo ist sie dann? Ay, wo, ist die hier gar nicht mit dabei? Die damit nicht gemacht. Okay. Okay. Ja, gleich labert wie der Scheißdreck hier. Wird tatsächlich nicht damit gemacht, so wie das aussieht. Okay. Hier bei Golfballflucht, auf ja, wird's wahrscheinlich mit der anderen da hinten, genau. Golfballflucht weiß ich auf jeden Fall, ist das hier der. Ihr werdet begeistert sein. Da hier dieser, ich glaube, das ist das überfahrene Tier mit dem Bobby. Also, sorry, aber wie kommt man auf so eine Bescheid? Und dann glaube ich, bei Pantry Guns müsste das jetzt mit dabei sein. Müssen wir da mal schauen. Pantry Guns, Pantry Guns, Pantry, Pantry Guns, Pantry Guns, Pantry Guns. Da ist er. Der Pinguin-Konservator, genau. Der Pinguin-Konservator von der Lila ist auch mit dabei. Ich sag jetzt mal, Pinguin-Konservator ist wahrscheinlich die stärkste Combo, die es da momentan in diesen ganzen Dingen gibt. Der Santa Bill ist natürlich auch mega geil. Leute, ehrlich, deswegen einen kabellosen Audiotransmitter da oder so mit reinnehmen. Also, ich weiß ja nicht, also, ob sich das wirklich jetzt lohnt. Also, da, auf jeden Fall, dafür ist diese Box da, weil das extra Karten sind, die nur für diese Kombos gedacht sind, die diesen Bonus in dem Event haben. Also, um ganz ehrlich zu sein, für alles andere macht das auch keinen Sinn. Also hier kabelloser Audiosender. Natürlich ist die Stressed Out Lila, ist natürlich eine mega geile
Combo. Aber, da sind auch Centerbill ist geil und so. Es gibt diverse Kombos, die geil sind, aber es ist halt eine Spielzeugkarte, die du niemals in irgendeinem BGE oder bei irgendeinem Siege benutzen kannst. Ja? Also, beziehungsweise du kannst sie benutzen, aber sie kriegen halt da keinen Bonus. Genauso ist es mit dem Golfballflucht. Wobei, da sind die meisten Kombos auch noch Schrott. Ja? Golfballflucht. Haben wir ja schon oft genug gehabt, das Thema. Dass dann eben diese Auto-Kombos, Fahrzeug-Kombos, dass die echt Käse sind, ja. Und bleibt übrig letzten Endes hier Cat with Gun und Pantry Guns, die echt nice sind. Wie gesagt, kabellose Audio-Transmitter oder Audiosender natürlich auch interessant, aber man kann, ich sehe das halt als jetzt sehr grenzwertig an. Also Winter Clash Box finde ich nur wegen diesem 3-Tages-Event. Also wenn ich sehe, wo ein Warhammer gelandet ist, ja, aktuell steht mit seinen Punkten und ich weiß, wo das Cuddly zum Beispiel, unser stärkster Spieler, der sogar schon Warhammer besiegt hat, dass der nicht in die Top 100 einziehen konnte, dann weiß ich, dass diese Belohnung, die da ganz interessant ist, für alle normalen Spieler völlig unerreichbar sein werden. Ja, also wenn wir die Normalos, nicht Whales, nicht schaffen, weil selbst die stärksten Whales haben da jetzt Probleme, das überhaupt durchzuziehen. Ja. So, dann haben wir jetzt Chosen Diorama-Box. Ihr werdet es dann aber sehen. Ich werde ja, wie gesagt, ich werde diese paar Tage auch mit beiden Accounts dieses Event spielen und hier euch präsentieren und dann werdet ihr sehen. Ich vermute, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich vermute, dass ich ziemlich auf die Fresse fliegen werde. Aber wir gucken einfach mal, ne? Also hier haben wir nach wie vor, das kriegen die nicht gebacken, da Nachrichten, Tina Wozniak, Nerd Academy, Director Shepard, die Box ist halt geil, Chosen Diorama Box, hatte ich ja gestern schon drüber gesprochen. Dann kommen wir jetzt hier zur Meisterschaft und zu den Combo Masteries von heute. So, und die Combo Masteries von heute sehen folgendermaßen aus. Jetzt ist alles, glaube ich, ein bisschen durcheinander gekommen hier. Müssen wir mal schauen. So, jetzt muss das da wieder darüber. Und dann haben wir das da und da und da. So, also. Ne, das habe ich jetzt gemacht. So, gucken wir hier rein. Jetzt ist der Herr gleich total durcheinander. Jetzt ist er total überfordert. So, also mit den ganzen Fetzen. So, Model Builder Roger. Ist Combo Nummer 1. Ja. Ihr werdet gleich sehen. Das ist Schrott. Also Model Builder Roger ist wirklich völlig uninteressant. Da ist übrigens der Wireless Audio Transmitter, von dem wir eben gerade gesprochen haben. Selbst wenn ich das Ding hier ma also maxe, kommt da unten eine Combo raus. Da sage ich ganz ehrlich, da ist der Roger alleine. Den finde ich da interessanter als den Model Builder Roger. Ja, ist einfach so. So, also, dann drücke mal das Ding mal ganz schnell wieder weg. Und dann haben wir hier die nächste Combo. Boss Hank. Ja, Boss Hank. Boss Hank ist das hier. Und da haben wir eine weitere, eigentlich überflüssige Karte, Bag of Nickels. Wobei, zumindest mal ein Rich Island gibt es, ja. Und das wäre dann eben hier zum Beispiel Bag of Nickels, ne? Aber die Combo ist wirklich auch völlig uninteressant. Also brauchen wir nicht weiter drauf einzugehen. Dann kommen wir zum Karatebänder. Das ist die erste Combo, die einfach nur durch die Steine zu kaufen geht. Ja, wenn wir die mal maxen, dann haben wir hier eben eine Mauer und motivieren, also sprich ein Push nach rechts und links. Und der Push ist nicht schlecht in der Situation, wenn wir jetzt. Und guck mal hier, was wir da sehen. Was sehen wir denn da Feines? Der Bender goes Mythic Bender. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es gibt einen neuen Stern am Himmel, der Mythic Bender. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil, ein Mythic Bender?
So, ja, super nice. 20er Mauer 21 motivieren. Cool. Mythic Bänder. Karate Bänder, also auf jeden Fall eine interessante Combo. Ich spiele Bänder sehr gerne. Karate Bänder ist jetzt nicht unbedingt eine der Kombos, die ich regelmäßig irgendwie ausspiele. Da gibt es andere, die ich dann gerne benutze. Aber sie ist jetzt auch nicht schlecht. Also so ist es nicht, auf keinen Fall. Ich spare mir aber meine Steine auf jeden Fall für was anderes. So, dann gucken wir mal weiter. Hier haben wir das Maskottchenrennen oder Masked Race. Auf Englisch. Und ja, da haben wir einen Eugene Belcher bzw. einen Gene mit Sportkarten. Da unten zum Beispiel mit einer Blurns Ball. Da kommt eine Mauer raus und dann kommt Cheers. All. Und dann haben wir einen Angriff von 17. Ja, gut, ist jetzt, ich will das jetzt gar nicht großartig maxen. Da finde ich persönlich jetzt den Karatebänder besser. Weil das Motivieren nach rechts und links eben deutlich viel stärker jetzt in der Situation ist, als jetzt hier dieses minimale Cheers All, ja, von gerade mal, na gut, da waren 7. Aber trotzdem, ich finde das Masked Race jetzt nicht so stark. So, also brauchen wir auch nicht wirklich Steine für auszugeben. Ich würde den Karatebänder bevorzugen von den beiden. Ungefähr, sage ich mal, vergleichbare Combo Masked Race und Karatebänder, wobei ich dem Karatebänder einen kleinen Bonus geben würde. Aber ich würde beide eben nicht kaufen, weil dazu sind mir die Steine einfach aktuell zu wertvoll und es gibt Kombos, auf die ich schon lange sehnlichst warte und da gehören die beiden definitiv nicht dazu. So, ja, das war es jetzt erstmal hier von tatsächlich hier von diesem Pack Open, ja, Pack Open Daily Shop und den Combo Masteries und jetzt werde ich gleich mal anfangen mit dem anderen Video. Gucken wir mal, wie ich mich da in diesem neuen Event überhaupt durchschlagen kann. Welchen Unterschied macht es jetzt, ob du etwas höher im Secret Fight Club bist? Es müssen immer 600 Positionen Unterschied sein. Ich glaube, erste Counts sind immer, bin ich immer bei 1500, keine Ahnung. Und mit dem zweiten Count irgendwo bei 900. Ne? Also jetzt genau kann ich es jetzt gar nicht sagen. Schauen wir mal, wie groß der Unterschied sein wird. Jo, dann geht das jetzt mal damit los. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen und gefallen. Dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut sich mal wieder an, wenn es Animations Roadrunner mit mir gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Ups.